Okay, hallo. Also, ich konnte mich mal wieder nicht entscheiden. Dann haben wir überlegt, ob wir eine Münze werfen. Aber ich würde eh immer das tun, was das Gegenteil ist. Also habe ich mich jetzt entschieden. Und der Text, den ich mitgebracht habe, heißt Hologramme. Außen. Es gelten laut einer international durchgeführten Studie rund 4,6 Millionen Menschen in Deutschland als Influencer. Du bist also etwas ganz Besonderes und einmalig. Drum sage ich dir, liebes Influencer-Instagirl, danke für all das, was du mir gegeben hast. Danke für all die Dinge, die ich durch dich habe nicht verpasst. Danke für all das, was du mit den Menschen machst. Danke für mein glückseliges Erwachen jeden Morgen. Denn dank dir habe ich all meine morgendlichen Sorgen. Was täte ich bloß ohne meinen morgendlichen Insta-Check? Denn dann fühle ich mich erst so richtig erweckt. Wenn du aufwachst, siehst du aus wie eine Prinzessin. Selbst Don Röschen hatte nicht solche perfekten Facetten. Du warst perfekt gestylt auf, immer geschminkt, ohne Mundgeruch und augenringend. Ich regel mich schließlich auch erstmal jeden Morgen alleine sexy auf meiner Bettdecke und halte es mit einer Kamera fest. Nein, das ist nicht anzüglich ohne oder Pornografie. Das sind Filter-Apps und Nostalgie. In. Wer bin ich? Was sag ich? Dieses Gefühl in meiner Brust, vom Bauch aufwärts ganz flau, drückt es gegen mein Herz und macht mich ganz nervös. Ich bin unruhig, habe Panik, sage mir, hallo, du bist nicht auf der Titanic. Nix wird zerbrechen, sich teilen in zwei. Meine Welt bleibt eins, nix geht vorbei. Was tue ich? Was sag ich? Doch dieses Gefühl in meiner Brust, vom Bauch aufwärts ganz flau, drückt es gegen mein Herz und macht mich ganz nervös. Ich zweifle an mir selbst, mag mein Spiegelbild nicht mehr leiden, noch kann chillen oder entspannt bleiben. Zerdenke und denke, zu viele Gedanken, Sätze und Bilder und Filme sind Blockbuster in meinem Kopf. Der Trailer des Endes läuft Dauerschleife in meinem Kopf. Und dieses Loch, das Loch in meinem Bauch, ist so groß. Wer mag mich? Mag ich mich? Außen. Dann gönnst du dir heute zum Frühstück auch mein Stück Melone. Angerichtet und serviert mit einer Zitrone. Nachdem du das Ganze hast abgelichtet, zimperlich du ein Stück vernichtest. Hat das lecker geschmeckt, denn du hast letztes Jahr Superfood entdeckt. Visuell ist besser als real. Denn was sind schon Spontanität und Echtheit? Hashtag goodlife, Hashtag you only live once, zwischen Hashtag besties und good vibes. Kaffee, Latte, Duckface und dieser einen Tasche. Wo bist da noch du? In. Wer bin ich? Wer mag mich? Dieses Gefühl in meiner Brust, vom Bauch aufwärts ganz flau, drückt es gegen mein Herz und macht mich ganz nervös. Aber dieser eine Blick, der mich völlig durchschaut, der meine Welt verdreht und mich völlig umhaut. Von Schatten umwogen, Nebel nimmt mir noch die Sicht. Doch ich taste mich vor, bis an dein Gesicht. Wer bist du? Was sag ich? Dieses Gefühl in meiner Brust. Oxidiert, reagiert, transpiriert und wird Luft, die sich in meine Lunge drückt, wenn ich atme. Und ich rieche diesen wundervollen, vertrauten Geruch. Mit einer Hand fasse ich dich und mit der anderen Hand lasse ich los. Denn du gibst mir das Gefühl, ganz zu sein. Wer bist du? Ich mag dich. Außen. Commercial ad to table post. Active sourcing, ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Aber ich empfehle dir dringend ein Digital Detox. Denn du bist wie ein glitzerndes Hologramm, gefangen in deiner Polaroid-Welt auf Twitter und Instagram. In. Warte auf mich! Ich mag dich! Dieses Gefühl in meiner Brust, diese gottverdammte Lust, endlich zu leben, endlich zu schweben. Mir ist es egal, mich so nackt zu sehen. Du nimmst mich ganz mit Narben, Herzen und alten Wunden, die ich habe, nicht überwunden. Und gibst mir deine Hand zurück in die Realität. Wer bin ich? Ich mag mich. Das Spiegelbild einer Jungfrau, die noch nicht so richtig weiß, was sie will, aber stehen kann ohne Zweifel, die sie zerreißen, keine Ängste, die nachts bleiben. Träume zum Träumen an Tagen und Nächten. Bilder und Filme sind nicht nur in ihrem Kopf. Ein Lied von Hoffnung rave durch dieses dreckige Loch und es gibt kein Loch mehr. Du bist ich. Und ich bin du. Ich mag mich. Ich mag mein Spiegelbild. Und wenn ich mich das nächste Mal impfen lasse gegen Influencer, dann frage ich nächstes Mal den Arzt, geht das auch gegen Influencer? Denn ich bin weder dies noch Freelancer, sondern eher deutscher Faulenzer. Und alles, was ich brauche, bin ich. Dankeschön.